Ja, Freunde, und da sind wir wieder bei Simon, unserem kleinen roten Zauberer und den zwei... Wer hätte das für möglich gehalten? Mächtige Dämonen mit einfachem Milchshake gefangen. Ja, bei unserem schnuckligen Let's Play, Simon, unserem roten kleinen Zauberer. Wann hattest du das letzte Mal ein Bad, Max? Okay. Ich komme immer noch nicht an ihnen vorbei. Genau, ja. Wir sind hier leider erst einmal in eine Sackgasse gekommen. Aber ich habe was anderes rausgefunden. Und zwar, das ist eigentlich nur Rumspielerei gewesen. Aber auf dem Marktplatz, ja. Ich wusste ganz einfach nicht mal weiter, bin ein wenig hin und her gegangen und habe mich dann letzten Endes dazu entschlossen, einfach überall mal alles auszuprobieren. Und wie gesagt, auf dem Marktplatz habe ich dann... Wie schmeckt dir der? Habe ich dann etwas rausgefunden. Ja, blöd, dass wir hier nicht diese Übersichtskarte von Simon 1 haben. Moment, wo war er denn jetzt? Marktplatz da. Und zwar dieses Geländer. Wenn wir den Luftballon damit benutzen, dann bindet er ihn daran fest. Ja, und ja, dann hatte ich eigentlich abgebrochen. Ich vermute mal, dass wir jetzt bei Muck Sumpfling uns einen neuen Ballon holen können. Nur für kurze Zeit, hier bei Muck Sumpfling erhältlich. Entschuldige bitte? Ja. Denn... Genau. Könnte ich noch einen Ballon haben? Denn er hatte damals ja gesagt, wo wir das auch versucht haben, oder wo wir das gefragt haben, hatte er uns ja gesagt, du hast ja noch deinen alten Ballon von gerade eben. Und dadurch, dass wir ihn jetzt woanders festgebunden haben, können wir uns jetzt einen neuen holen. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch einmal. Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. Als wenn die so teuer wären. So, und ich vermute mal jetzt ganz einfach, dass wir den jetzt auch... Also wie gesagt, ich hatte das bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann den ersten Ballon hier am Gelände hatte, gespielt. Und genau das habe ich mir jetzt gedacht. Jetzt holen wir uns noch einen Ballon. Ich hoffe, ich muss das jetzt hier nicht allzu oft machen. Entschuldige bitte? Ja. Könnte ich hier noch einen Ballon haben? Noch einen. Komm schon. Ja, okay. Na gut, aber... Ich kürze das mal ab. Zack, in die Mütz mit dem Ding. So, jetzt wieder zum Marktplatz. Jetzt wieder im Geländer festbinden. Oh, Was geht? Was passiert da? Ach, guck mal. 3 Ballons reichen für ihn? Schau an, jetzt sind wir oben im Schloss. Was gibt's denn hier? Kiste. Sarkophag. Teppich. Warum? Nein, ich wusste es! Hä? Mann, das nenne ich mal einen Haufen Geld. Wow. Ja, das war meine Katze gerade. Wow. Tür. Was? Bad Full! Wir haben's! Freunde, wir haben's! Bad Full! Das muss das Zeug sein! Jawollo! Das benötige ich, um wieder nach Hause fliegen zu können. Ja, es ist... Okay. Aber sonst, wir können kein Geld mitnehmen. Ach, guck mal, wir können wieder hoch. Natürlich! Verrückt! Ich liebe Simon. Die Kiste will ich aber mal. Es gibt keinen Grund, das auszuprobieren. Na, Verrückt. Okay. Teppich, Kiste, Sarkophag. Mehr haben wir hier nicht. Was ich noch schade finde, wenn wir jetzt hier irgendwas anklicken, wenn er jetzt zum Beispiel Schau Sarkophag, dann will er da hingehen. Und dann kommt er logischerweise auf den Teppich. Ja. Kennst du eine, kennst du alle. Es gibt keinen Grund, das auszuprobieren. Ach, egal. Dann, versuchen wir hier mal rauszukommen. Warte nur bis zum nächsten Spiel, Junge. Ach. Wir kommen wieder. Wieder, ja.
Versuch das nächste Mal unverklebt zu kommen. Ja. Okay, Freunde, ja, gut, dann haben wir das Problem wohl auch gelöst. Das. Verrückt. Das war mir gar nicht bewusst, dass wir das dann so umgehen können. Aber okay, Freunde. Wieder zurück. Hey! Oh oh. Oh. Hey, lass das! Oh. Warum muss sowas immer mir passieren? Oh boy. Ach du Scheiße. Ein Zahn. Wenigstens habe ich das Bett voll. Oh Gott. Und keine Milchzähne mehr. Okay, Kalypsos Laden. Versuchen wir es ihm. Wo zum Geier bin ich hier? Ich glaube, ich hätte vorhin links abbiegen müssen. Ich sollte besser nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wissen Sie, wo Kalypsos Zauberladen ist? Nicht? Schuhe? Ein einfaches Nein hätte gereicht. Was passiert da? Werde ich hier gerade entführt? Ich wurde... Alles klar, Captain. Hast du ihn gut verschnürt? Ich habe eine Eisenkette verwendet, Captain. Gut, gut. Dann geh nun und lass die Segel setzen. Sie sind bereits gesetzt, Captain. Sonst würden wir uns nicht bewegen, Captain. Oh Gott. Bereits gesetzt, sagst du? Jo, Captain. Sicher? Jo, Captain. Was ist mit dem Anker? Was soll mit ihm sein, Captain? Ist er gelichtet? Jo, Captain. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, Captain. Nun, dann geh einfach und mach irgendwas. Danke, Captain. Gut, ihr Landratten. Ich möchte, dass ihr wisst, wer hier das Kommando hat. Ich, verstanden? Kapitän Long John Silver. Und wagt ja nicht den Versuch, mich zu hintergehen. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, ihr wisst schon. Fliehen oder so etwas. Dann müsst ihr euch vor mir verantworten. Ich möchte außerdem, dass ihr wisst, dass ihr als Sklaven verkauft werdet, sobald wir in Kalimari anlegen. Also, macht das Beste draus. Entschuldigung? Ja? Ach, du liebe Zeit. Ja, ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut. Wo hängt's denn? Wer ist bescheuert und trägt einen großen schwarzen Hut? Wer ist bescheuert und trägt... Okay. Na, der schnellste ist er nicht gerade. Na prima, Mr. Vorlaut hat mal wieder zugeschlagen. Okay, Muskelpaket. Reden wir doch mal mit ihm. Entschuldige bitte. Sei still, Dummkopf. Ich denke nach und ich hasse es, wenn ein Dummkopf redet, während ich nachdenke. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Ich sagte, du sollst still sein. Ich arbeite gerade einen Fluchtplan aus. Brauchst du Hilfe? Ich brauche keine Hilfe von einem Dummkopf. Boah. Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Schade, ich hätte das andere. Du kannst denken, das hätte ich auch gerne genommen. Scheiße. Okay, fluchen wir nicht. Machen wir lieber weiter. Wir haben hier nur... Totenkopf. Nimm Totenkopf. Solange ich in Ketten liege, komme ich da nicht dran. Na, das ist jetzt aber nicht allzu weit. Warte mal, Zauberbuch, was ist das? Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. Das habe ich bereits. Ach nein, du sollst es benutzen. Natürlich, die Kette. Ich glaube, dies ist meine einzige Chance. Los geht's. Hokus Pokus, Aberlapoch, Magie, Magie, hol mich raus aus diesem Loch. Ah. Wie sagt man dazu? Es hat funktioniert. Ich sollte mich für eine eigene Fernsehshow bewerben.
Nett, nett. Okay, jetzt können wir den Totenkopf nehmen. Hä? Ich nehme nur die Augenklappe, wenn's recht ist. Ach so, okay. Können wir jetzt nochmal mit ihm? Ich glaube nicht, dass er mit mir reden will. Okay, schade. Ja, gut, dann gehen wir mal hoch. Also die, oh nein. Wo wolltest du gerade hin, hä? Die, die Gemeinsamkeit mit Monkey Island, die werden eigentlich immer dramatischer. Ich suche nur die Toilette. Matt! Yo, Captain! Na schön, du stinkig, steife, winselnd, weinende, jämmerlich jammernde Landratte, pass auf! Ich habe nach sorgfältigen Überlegungen beschlossen, dich nicht als Sklaven zu verkaufen. Um meinen unersättlichen Sadismus zu stillen, werde ich euch beide massakrieren. Deshalb werdet ihr genau zur Mittagsstunde beide am Galgen baumeln und... Captain? Nicht jetzt, nicht jetzt. Stör mich nicht bei meiner Rede. Also, ich werde mit großer Freude eurer Hinrichtung... Captain? Willst du wohl aufhören, mich zu unterbrechen? Es ist aber wichtig, Captain. Es kann sicher 30 Sekunden warten. Und, wo war ich denn geblieben? Ach ja, ich werde mich also daran ergötzen, wie ihr im Winde zappelt und... Sie sollten das, wirklich wissen, Captain. Na schön, aber wehe, wenn es nicht wichtig ist. Wir haben keinen Galgen, Captain. Keinen Galgen, sagst du? Nein, Captain. Warum nicht? Wir hatten noch nie einen, Captain. Oh, gut. In diesem Fall werdet ihr also zur Mittagsstunde in der Folterkammer langsam und qualvoll den Tod durch... Captain? Wir haben keine Folterkammer, stimmt's? Nein, Captain. Tut mir leid, Captain. Kein Galgen, keine Folterkammer. Haben wir überhaupt hier irgendetwas Gefährliches auf diesem Kahn? Eigentlich nicht, Captain. Die Gesundheitsvorschriften. Sie wissen schon, Captain. Wir haben einen ziemlich scharfen Löffel, Captain. Warte, ich habe eine bessere Idee. Also, ihr zwei Bürschchen, der Plan wurde geändert. Genau zur Mittagsstunde werde ich euch über die Planken schicken und den Haien zum Fra... Wir haben keine Planke. Wir haben eine Planke, oder etwa nicht? Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Nein, Captain. Es ist nur so, dass... Sag nichts. Es gibt keine Haie. Es ist gegen die Vorschriften. Nein, Captain. Unsere Planke ist kaputt. Wir müssen sie erst noch flicken. Schön, gut. Also, zur Mittagsstunde, Gena... Geben Sie uns besser Zeit, bis 15 Uhr, Captain. Um genau 3:15 werdet ihr über die Planke in haiverseuchtes Wasser... Nun, nicht direkt verseucht, Captain. Sag mir nicht, dass es hier keine Haie gibt. Daran ist das Klima schuld, Captain. Es ist zu kalt für Sie. Wissen Sie, der gewöhnliche Wald- und Wiesenhai bevorzugt... Zur Hölle, hier muss es doch irgendwelche gefährlichen Tiere geben. Es gibt hier in der Gegend einen wirklich bösartigen Delfin, Captain. Delfine sind nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie zeigen Matrosen den Weg in den rettenden Hafen. Dieser nicht, Captain. Er zeigt den Matrosen den Weg zu den Haien. Er ist ein bisschen andersrum. Gut. Noch einmal von vorne. Um 3:15 werdet ihr über die geflickte Planke in delfinverseuchtes Wasser geschickt. War das diesmal richtig? Jo, Captain. Keine Probleme damit? Keine Verstöße gegen irgendwelche Vorschriften? Nein, Captain. Gut. In der Zwischenzeit kannst du dich nützlich machen. Ich mag den Schnitt deiner Klamotten. Mein alter Schiffsjunge hat vor ein paar Tagen einen unvorhergesehenen Unfall. Du wirst ihn ersetzen. Wenn du gut bist, schenke ich dir vielleicht dein Leben. Matt! Jo, Captain! Bring ihn in meine Kabine. Jo, Captain! Gut, bist du mit den Aufgaben eines Schiffsjungen vertraut? Nein. Nein, Captain. Nein, Captain.
Ich auch nicht. Du solltest am besten jemanden von der Crew danach fragen. Die müssten es eigentlich wissen, okay? Ja, Captain. Dann sieh zu, dass du in Erfahrung bringst, was deine Aufgaben hier an Bord sind. Ja, Captain. Gut. Ach, du liebe Zeit. Als Kapitän hat man's nicht einfach. Mann, hab ich ein Glück. Jetzt muss ich nur schnell das Bad Full finden und zusehen, dass wir zurück zum Hafen fahren. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass wir das verloren haben. Na toll. Freunde, ich denke aber mal, die Zeit wird es mir gönnen, wenn ich hier Schluss mache. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich mit dem nächsten Teil wieder hier auf dem Piratenschiff wieder. Also, bis dahin, NRW 18, adieu.